Hi, Dan! Und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Big Bang TV zum Sonntag. Was für einen schönen vierten Advent. Wir haben bald Heiligabend, wenn ich am Dienstag ist heilig. Mittwoch, nee, Dienstag ist heilig. Ja. Hast du schon alle Geschenke gekauft? Ja, und auch alle eingepackt. Was ist denn da los? Habt ihr auch alles schon gekauft? Oder seid ihr noch die Letzten, die alles bestellen müssen bei den ersten Online-Händlern? Dann schnell ran. Es sind nur noch 2 Tage. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg. um was geht's heute? Ja, heute ist Sonntag, das heißt, wir lesen eure Kommentare vor. Ich habe letztes Mal das mitbekommen, es geht eigentlich viel einfacher, man kann einfach so gucken, so ist schön. Wow, jetzt sind wir schon mal gar cool. Ich eigentlich die Seite hier ein bisschen so. Wir müssen uns noch ein bisschen, super. Ich verschiebe mich schon. So, meine lieben Freunde. Und ja. Zwar kommt der erste Kommentar von der lieben Marina. Willst du lesen oder soll ich lesen? Leider war die Musik zu laut und die Kommentare nicht zu verstehen. Schade. Ja, schade. War beim ersten Lied. Ich habe es dann später gemerkt. Ich habe es viel zu spät gemerkt. Ich habe es gemerkt, wo es zu spät war. Das war aber nur das erste Lied, was zu laut war. Die anderen Lieder waren eigentlich schon leise. Naja. Kann schon mal passieren. Sorry. Asche über mein Haupt. Und dann kommt der nächste Kommentar von der lieben Marina. Habt ihr aber dann geändert. Ach so, mit der Musik, dass sie leiser wurde. Nee, das haben wir. Ich habe ein Lied vergessen, irgendwie leiser zu machen, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Es war spät und wir hatten ja früher nicht. So. Der nächste kommt von E-Bike am Elm. War wieder richtig schön. Am Anfang die Musik, am Ehe dann okay. Ja, liebe Grüße. Die Musik war alt. Aber erstmal vielen Dank, dass es dir gefallen hat. Und ja, die Musik, die wollte nicht. Die hat einfach gesagt, wir machen Weihnachten, machen wir halt mal extra Montur nach oben, ne? So, dann kommt der nächste Kommentar von der lieben, von lieben Heizi. Jetzt haben wir es aber auch. Er hat geschrieben, guten Morgen, herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Erste-Hilfe-Lehrgang. Und René, sei auch du mir gegrüßt. Wir haben mittlerweile schon Montag, 5.45 Uhr. Und ich werde jetzt gleich zum Arzt fahren, da es mit den Rücken nicht besser wird. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, morgens noch dein Video anzuschauen. Und freue mich, dass du Sonntagsformale bleiben wird. Da ist noch mehr. Ansonsten wieder sehr schönes Video. Authentisch durch deinen kleinen Fehler am Anfang, aber so ist es halt. Danke dafür, ja, Fehler sind da, um zu lernen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Besserung mit deinem Rücken. Das ist ja, also ich kann dir die Schmerzen leider nicht abnehmen. Ich würde es können, aber ich kann es leider nicht. Ja. Ich hoffe, dir geht es diese Woche schon besser. Und das Format, ja, das bleibt auf jeden Fall, haben wir gesagt, weil das einfach. Ihr wollt das, ihr wollt das und dann bleibt das. Ganz einfach. Ja. So, dann kommt der nächste Kommentar von Mike. Willst du vorlesen? Musik im Hintergrund, okay, aber doch nicht so laut. Ja, haben wir ja jetzt schon, glaubsam gesagt. Sorry dafür. Diesem Video wird es hoffentlich nicht passieren. Da werde ich jetzt nochmal 4-mal, 6-mal, 10-mal hingucken. 20, 5.000 oder Millionen. Eine Million Mal. Dann kommt der nächste Kommentar von der lieben Marina. Da geht es um diesen Montag-Abnehmen-Blog oder Vlog. Auch kleine Schritte führen in die richtige Richtung. Und das stimmt, es waren nicht viele, aber es war ein bisschen was. Mal schauen, was es morgen wird. Ich weiß es ja auch mal nicht. Ich stelle mich ja aus, morgen wieder auf die Waage. Ja. Und dann hat sie nochmal geschrieben, auch kleine Schritte führen in die richtige Richtung. Danke für deine Kommentare. Warum sie doppelt sind, weiß ich nicht. Aber das wirst du uns wahrscheinlich heute noch verraten. Und dann kommt der nächste Kommentar von Liegerad und Tour. Ja, ich denke auch, dass es besser ist, die Frequenz eurer Video-Uploads etwas zu reduzieren. Dann ist es für euch etwas entspannter. Ansonsten war das wieder ein interessantes Video. Danke dafür. Und ja, also wir haben jetzt, ich glaube, wir lassen das mal dabei. Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Ja. Das läuft eigentlich, denke ich, gut. Wenn nicht, ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben, wie ihr euch das noch vorstellt. Also Wünsche werden gerne angenommen. Und dann kommt der nächste Kommentar vom Heizi. Genau da oben. René, ich bin stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch und ja, auch kleine Schritte führen nach Rom. Das stimmt.
Kurzes Update zu mir. Bei mir läuft es im Moment nichts. War beim Arzt, bin krankgeschrieben, habe Schmerzen, bis auf ein bisschen spazieren gehen. Geht leider zurzeit nichts. Aber wir bleiben am Ball und drücken dir auf jeden Fall weiter die Daumen, dass es bei dir so weitergeht. Danke dafür und ich drücke dir auch die Daumen, dass es weitergeht. Und gute Besserung zu dir. Ja, ich denke mal, eine Pause ist auch nicht so wild. Man kann ja auch viel mit spazieren gehen, schon machen, essen. ja, es klingt doof, aber ja. Lisa, ich würde gerne rüberkommen, würde den Schmerz abnehmen, aber geht ja leider nicht. Dann kommt der nächste Kommentar vom lieben E-Bike am Elm. Moin, René. Moin, René. Schöne Bilder. Liebe Grüße. Das war vom Weihnachtsmarkt. Ne? Ja. Danke dafür. Wir haben ein paar Mal schön geschafft. Wenn es euch gefällt, gefällt es mir auch. Also wir haben ein paar, aber es hätte schöner sein können, sagen wir mal so, denke ich mal. Aber man meckert an sich selber immer gerne rum. Das ist so, So, dann hat liebe Mike geschrieben, Puffbohne, schön, dass du mir die Heimat so nahe bringst. Danke, gerne dafür, erstmal danke dafür und gerne dafür. Puffbohne, die Erfurter Puffbohne. Das ist schön, dass wir dir die Heimat wieder nahe bringen können. Das finde ich wundervoll. Wundervoll, was ist denn heute los? Wundertoll. Toll. Was sagst du dazu? Ja, die Bilder sind eigentlich richtig schön geworden. Ja, auch mit Musik passt auch dazu. Sie sind halt dunkel. Nee, passt schon. Dann kommt der nächste Kommentar von der lieben Katja. Katja, tolle Bilder. Danke dafür. Und der nächste Kommentar kommt von der lieben Marina. Das Flair vom Weihnachtsmarkt hast du sehr gut in dem Video eingefangen. Vielen Dank. Sehr gerne und danke für deinen Kommentar, dass wir es gut eingefangen haben. Also das ist immer schön, dieses Feedback zu bekommen. Und der nächste Kommentar kommt von lieben Steffi. Tolle Fotos. Liebe Grüße, Steffi. Liebe Grüße zurück und danke dafür. Und dann kommt nochmal die Steffi. Mensch. Lecker, lecker. Lecker. Der Pudding, ja, der ist auch mega lecker. Ich weiß auch. Es ist natürlich auch gefährlich, muss man dazu sagen. Ne? Also, ja. Dann kommt von Katja. Lecker, herrlich, hast zu doll geschüttelt. Aber egal, Ja, geschmeckt haben sie gut. Also halt nicht vanillig, haben wir ja schon mehrmals gesagt. Und mit den Schütteln, das war halt kein guter Tipp. Nee. Das nicht nachmachen. Nicht nachmachen. dann kommt von Heizi. Und Sonnenbrille, Daumen nach oben und ein Lächeln. Oh, das ist gut, dann geht's ja wieder gut, mein Heizi. Ja, alles gut. das ist ein gutes Zeichen. Wenn du Sonnenbrille auf hast, Daumen nach oben, das finde ich gut. Hoffentlich geht es dir wirklich wieder gut. Also Rückenschmerzen ist echt das Letzte. Das wünscht man keinem. Dann kommt nochmal der liebe Heizi. René, schöne Bilder. Schön. Schöne Eindrücke. Liebe Grüße, Heizi. Auch danke dafür. Ja, und nochmal der Heizi. Lecker, lecker. Der Tod ein auf jede Figur. Ja, das stimmt. Das ist halt auch die Vanillegipfel. Ja, die haben natürlich auch Kalorien ohne Ende. Und dann kommt der letzte Kommentar von heute von der lieben Marina. Also war der erste und der letzte. Das ist ja passend. Lecker und kalorienlustig. Es ist aber auch Advent und Weihnachtszeit. Da darf man mal süchtigen. Sündigen, ja, darf man. Aber man soll trotzdem noch irgendwo noch einen Zaun behalten. Man soll sein Gewicht trotzdem noch irgendwo. Ja, das weiß ich, meine, denke ich mal. Ansonsten, meine lieben Freunde, ja, ich mache mich erstmal. Wir machen uns das mal wieder groß, dass sie das so unmöglich wäre. Also, zack. War es leider wieder von heute. Wie immer gilt: Daumen spreizen, nicht mit Likes geizen. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf der großen Welle mitsurfen wollt. Teilt es mit euren Freunden. Dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen ist dann die Wahrheit, ob ich die Woche durch diese Vanillegipfel und so zugenommen habe oder nicht. Man ob weiß. Ich was erreicht habe oder nicht. Das werden wir morgen erfahren. Sehen. Und dann sage ich euch noch vielen Dank fürs Reinschauen. Halt hin. Bis dann. Auf Wiedersehen und haltet die Ohren steif. Bis morgen.